Also, ja, die letzten Tage sowieso Vorbereitung halt. Das ist normal. Ist normal? Ja. Nichts Außergewöhnliches, was der Trainer macht, sondern das ist eine normale Vorbereitung für Sie tatsächlich. Ja, also schon anstrengend, auch anstrengender als ich Vorbereitung vorher, die ich hatte, aber ist jetzt nicht wirklich etwas übertrieben Anstrengendes oder Spezielles. So. Okay, Sie sind in Hamburg angekommen, fühlen sich wohl? Ja, fühle mich sehr wohl. Mannschaft ist gut, hat mich gut aufgenommen, der Verein top. Alles ist super und ich fühle mich wohl. Ja. Was heißt das eigentlich, wenn die Mannschaft einen gut aufnimmt? Wie macht die einem das leicht oder sind die alle herzlich? Oder? Ja, sie begrüßen dich halt herzlich, helfen dir, dich zurechtzufinden und man fühlt sich dann einfach direkt wohl. Sie sind ein junger Spieler, der den was zum HSV gelockt hat. Wer hat Ihnen gesagt, Mensch, da musst du hingehen? Ja, also für mich ist sicher so, dass ich hier denke, dass ich meinen nächsten Schritt machen kann von St. Gallen. Und ich möchte natürlich helfen, den nächsten Schritt auch für den HSV zu erreichen. Also der Aufstieg ist natürlich das Ziel. Und da denke ich, kann ich helfen und alles reinhauen. Und dann können wir das schaffen. Ja. Haben Sie sich denn lange beraten müssen mit jemandem? Oder das, als der HSV angeklopft hat? Oder war es sofort klar für Sie, da wollen Sie hin? Oder hat noch jemand mal gesagt, so Johan Giroud oder Raphael Vicky, ey, das ist eine gute Adresse? so direkt klar war es nicht. Aber ich habe mich dann, hab mir dann schon ein bisschen Zeit genommen, habe das gut überlegt, auch mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Und dann aber ziemlich schnell schon zum Schluss gekommen, dass das der richtige Schritt ist für mich. Ja. Was machen Sie eigentlich außer Fußball noch? Gibt es noch Hobbys, die Sie was interessiert? Also ich mache noch Schule. Ja. Also Matura, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Abitur? Abitur, genau. Das mache ich. Und, ja, sonst Hobbys habe ich schon ein paar. Schießen Sie los. Ich habe eine Lehre als Hochbauzeichner angefangen. Als was? Hochbauzeichner. Okay. Ja. Ich interessiere mich da ein bisschen so für Architektur und Interior Design und so. Da mache ich mich immer ein bisschen schlau und schaue Sachen an und so. Passt das alles? Schule, das und Fußball spielen? Ja. Ja, geht gut. Sie sind auf der linken Außenbahn dann vertreten, da haben Sie starke Konkurrenz mit Tim Leibold. Ja, klar, ja. Aber ich denke, Konkurrenz belebt das Geschäft, so sagt man es doch, oder? Wir pushen uns gegenseitig und ich glaube, dass das pusht einen einfach und man bringt noch bessere Leistungen und schlussendlich spielt der besser ist.